So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rabens ist der Dicke. Die Stimme wird immer besser, der Kehlkopf ist zurück. Wir befinden uns hier bei der Heiligen Grundkanzel, aber eigentlich auch nicht. Denn irgendwie ist die Heilige Grundkanzel ganz da vorne auf so einem Berg. Das ist so eine Schutzhütte auch mit so einem Häuschen drüber, da kann man hochgehen. Hier ist eigentlich nichts, außer das. Das ist jetzt angeblich die Arena, obwohl die Arena da vorne ist. Ich stehe jetzt hier auf freiem Feld. Hier habe ich damals mit dem Hannes mal den Demeteros Community Raid gemacht, wo wir auch einen Lucky Trade gemacht haben und ich das 100% Demeteros in der Tiergeistform bekommen habe. Das war richtig brutal, wer sich daran noch erinnern kann. Ich habe mein Handy hier dabei. Hier ist auch eine gelbe Arena. Ich blende das mal kurz hier ein. Das ist die Arena. Das ist hier genau an diesem Standpunkt, der überhaupt gar nicht stimmt. Heiliger Grundkanzel. Hier seht ihr auch nochmal ein Bild davon. So ein Häuschen. Was das für eine Dame ist, weiß ich auch nicht. Die habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Hier wollen wir jetzt einen Community Raid abhalten. Ich kann euch auch mal vorlesen, wer da mitmacht. Denn Zacian und Samazenta sind raus aus den Raids. Die Oxys ist in den Raids. Und welches die Oxys hier rauskommt, weiß ich nicht. Es könnte jedes sein. Alle vier Formen von Deoxys sind nämlich zurück. Ich habe deshalb hier auf dem Community-Tab gepostet. 11.11 Uhr, Random Deoxys Community Raid. Random, weil ich ja nicht weiß, welches drin ist. Es könnte die Angriffsform sein, die Initiative, die Normalform oder die Verteidigungsform. Die Verteidigungsform ist wohl am interessantesten, wegen GBL. Und ich finde, die sieht am besten aus. Aber es kann auch alles andere sein. Am Wochenende möchten wir auch Raids für Zuschauer machen. Am Sonntag ab 9 Uhr bis 15 Uhr. Da habe ich auch mal abstimmen lassen, welche ihr am besten findet oder am interessantesten oder wo ihr noch Hilfe braucht. Und weil die Verteidigungsform auch die stärkste ist, wo man am meisten Leute für braucht, werden wir also definitiv die Verteidigungsform am Sonntag als Raids für Zuschauer machen. Ihr könnt einschalten, wenn ihr Hilfe braucht. Und hier haben wir jetzt die Leute, die mitmachen, und zwar habe ich Shenaya, wir haben Blood and Tears, Henry Nicky, Trainer Sir Ups, Carsten, das sind die ersten fünf, und die zweiten fünf, Pogehanda, Pogego Nicky, Grongels Dan, Kulidita und Mowgli. Die waren alle sogar schon befreundet, außer Mowgli. Mowgli musste ich adden mit dem anderen. Mal gucken, ob der noch annimmt. Heute ein bisschen anders. Normal habe ich ja immer zwei Accounts ohne Freunde, die da einladen. Aber heute habe ich das mal mit den zwei probiert, dass ich statt vier Handys nur zwei mitnehmen muss. Gleichzeitig, die Oxys ist Psycho. Nehmen also am besten Unlicht, Unlichtangreifer. Vielleicht Trikefalo, wer da vom C-Day ein paar mitgenommen hat. Oder Despot da, Bissknirscher geht auch immer noch, könnt ihr alles machen. Und gleichzeitig habt ihr natürlich auch hier diese Spezialforschung jetzt bekommen, wo wohl Cosmog rauskommt, schon nach der ersten Seite müsste Cosmog hier die Belohnung sein. Das erinnert ein bisschen an die Spezialforschung zum Schabernack mit Hupa. Denn hier macht ihr ein paar Seiten, dann ist das wieder weg. Dann in einem Monat könnt ihr wieder ein paar Seiten machen und im letzten Monat wieder ein paar Seiten. Das ist wieder aufgeteilt. Und wenn ihr wissen wollt, was generell die Boni sind für die Jahreszeit des Lichts, sie stehen auch alle hier im Heute-Tab nochmal aufgelistet. Ganz wichtig, wir haben wieder 2 Raid-Pässe pro Tag gratis. Ihr könnt also nicht nur ein Raid machen, ihr könnt 2 Raids machen. Und das Ganze bei Deoxys. Wer hat da keinen Bock? Ansonsten lest euch halt alles mal durch. Hier steht immer alles, wenn ihr wissen wollt, welche Boni noch aktiv sind. Ich warte jetzt drauf, dass es 11.11 Uhr ist. In die Arena kann ich mich nicht setzen, da sitze ich nämlich schon drin. Trotzdem ist die gelb, sieht auch gut aus. Ich würde sagen, ja, wir melden uns gleich zurück, wenn der Raid aufgeht. Und ich bin mal gespannt, was es ist. Eigentlich müsste ich die Verteidigungsform gar nicht mehr raiden jetzt, weil die habe ich ja schon in 100% Level 50. Vielleicht kriege ich ja von einer anderen Form noch einen 100er. Aber alle vier können shiny sein. Sehen dann so aus wie dieses Handy, gelb. Wir melden uns zurück gleich, wenn der Raid aufgeht. So, noch eine Minute oder zwei Minuten. Glücklicherweise habe ich jetzt so einen super Tisch gefunden. Eigentlich stand diese Bank immer da drüben in dieser Hütte. Und dieser Tisch stand genau daneben. Jetzt steht dieser Tisch hier extra. Und es ist super bequem. Ich habe jetzt hier gesessen, hatte die Füße hochgelegt, habe die Leute geaddet, konnte mich jetzt hier so hinpflanzen. Und ihr könnt jetzt hier vorne stehen
und können einfach mitgucken und machen, weil das ist genial. Du hast eine Ablagefläche, hier ist ein bisschen Baum. Das heißt, wenn es jetzt anfängt zu regnen, du bist erstmal ein bisschen geschützt. Wenn es anfängt zu schneien, du bist geschützt. Wenn die Sonne kommt, du bist im Schatten. Das ist perfekt. So einen Baum und so eine Bank und so einen Tisch wünsche ich mir an jeder Arena. Aber ist leider meistens nicht so. Ansonsten haben wir ja den Trick, dass man sich auch einfach auf den Boden setzen kann im Schneidersitz, aber das ist eine Funktion, die haben nicht viele Menschen. Ne? Ich besitze die, ich kann das, aber der Rest, der kann das halt nicht, sonst würde das ja machen, hat man letztens schon. Es sind jetzt noch eine Sekunde, dann geht der Raid auf. Ich bin gespannt, ich drücke schon mal hier drauf und guck, was es ist. Es ist ein, das ist die Initiativeform, so wie es ausschaut, die Oxys in der Initiativeform. Ich verzichte jetzt mal drauf, privat reinzugehen. Ich gehe jetzt direkt hier auf Einladen. Jetzt muss ich hier und da kurz mal drücken. Einsetzen. Carsten, Trainer, Sir Ups, Henry, Niki, Shenaya und der Rest. Das ist das erste Mal, dass ihr selber seht, wer überhaupt eingeladen wird. Und hier eben Mowgli, Pogego, Niki, Kulidita, Poge, Hunter und Kulidita, habe ich Kulidita jetzt vorgelesen. So, ich bin drin. Ich sehe schon, hier schlägt's Despota, Gengar, Despota, 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 Despota vor. Und das, was ihr seht, ist Trikefalo, 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 nochmal Trikefalo, so viele Trikefalo. Dazwischen ein Gengar, ein Gengar in 100% auf Level 50, womit ich eigentlich immer die Mega-Entwicklung mache. Was wir uns bei dem jetzt hier gespart haben. Ja, weiß ich nicht. Zur Raid-Stunde, Mittwoch zur Raid-Stunde, würde ich wahrscheinlich dann aber wieder ein Megalamus anmachen. Einfach, damit beim Fangen der Deoxys man mehr XL-Bonbons bekommt, anstatt ein Mega-Gengar zum Angreifen gegen die. Das ist, du stehst immer so im Konflikt jetzt. Nimmst du einen Angreifer und boostest den, damit du effektiver kämpfen kannst? Oder boostest du den Typ des Pokémon, gegen das du kämpfst, damit du beim Fangen mehr Bonbons kriegst? Was macht ihr? Boostet ihr euch, damit ihr stärker seid? Oder boostet ihr die XL-Bonbons, die ihr dann bekommen könnt, wenn ihr die fangt? Normalerweise kriegt ihr garantiert ja eh schon 3 Stück. Aber ich habe es gestern gesehen, in der Raid-Stunde habe ich auch geboostet. Ich habe mega Schlappohr entwickelt bei Samazenta, weil es ja Typ Kampf ist. Ich habe statt 3 XL-Bonbons sogar 6 XL-Bonbons bekommen aus manchen Raids. Das fand ich auf jeden Fall richtig stark. Jetzt muss ich noch mal kurz hier reingucken, ob da nicht noch irgendein Fremder dabei ist. Viva la Ramses sehe ich hier. Hat sich reingeschlichen oder was? Problem jetzt, ich habe noch keine Infografiken gehabt. Ich warte immer drauf, dass die Infografiken gepostet werden. Dann hätte ich gerne in den Community-Tab alle 4 Infografiken reingehauen. Mit Normal, Angriff, Verteidigung, Initiative. Dass ihr auch die WP-Werte habt. Dass ihr auch die benötigte Spieleranzahl habt und lauter so Zeug. Wie gesagt, die Verteidigungsform ist das Schwierigste. Die Angriffsform ist die leichteste. Die könnt ihr locker auch im Solo schaffen. Wenn ihr ein paar Despoter habt oder jetzt eben Trikefalo. Habe ich leider noch nicht. Ich weiß also gar nicht die WP, wie gut jetzt welches sein muss, was das 100er wäre. Aber wir hauen jetzt hier eh einfach drauf. Ich habe diesen Vergleich von diesen 2. Ich werde sowieso dann das hier in Ruhe fangen. Können wir nämlich nochmal gucken, wie sich das fangen lässt. Dürfte eigentlich gemütlich sein. Das schwebt nicht. Das geht nicht nach links. Das geht nicht nach rechts. Das geht, glaube ich, mal nach hinten und nach vorne und greift an. Die Oxys ließ sich also, glaube ich, allgemein immer gut fangen. Egal welche Form die Oxys werfen, war eigentlich ganz nett. Ja, wenn ich da an Kyogre denke oder Cresselia sowas, das ist immer ein Graus. Samazenta, Sakyan ließen sich auch gut fangen. Ich glaube, die Oxys sogar jetzt noch ein bisschen besser, weil auch der Kreis ein bisschen höher ist oder das näher dran sitzt. Jetzt habe ich hier verpasst zu gucken, aber wir lassen das mal hier durchlaufen. Pogego Niki ist hier aufgestiegen, der Freundschaftslevel, ein Stück. Also eine Interaktion war auf jeden Fall da. Ich kann euch die WP schon mal sagen auf dem kleinen Account. Und zwar haben wir 15,99. Ich glaube, über 16 muss es haben, dass das passt. Pogehunter, letzter Angriff, Blattentier, Stylish, Trainer, Sir Ups, Reisender, Carsten, Starläufer, reichlich Freunde, Samyang, Bulldog. Obwohl die meisten von denen ja auch mit dem Main-Account befreundet sind. Auf dem kleinen habe ich 18 Bälle. Auf dem großen habe ich 21 Bälle. Das ist auch mega viel. Das packe ich jetzt mal weg, damit das nicht nervt. Und wir versuchen uns darauf zu konzentrieren,
das hier jetzt so fangen. Am besten ihr stellt wieder den Kreis ein. Das dürfte reichen für einfach fabelhaft. Wir warten, bis er angreift. Das hört ihr auch am Geräusch, wenn er angreift. Das ist kein Angriff. Das ist ein Angriff, das hat man gehört. Jetzt curven und in den voreingestellten Kreis werfen. Das war zwar jetzt nichts, habt ihr ja gesehen. Aber ich muss mich auch erst wieder bei jedem Boss umgewöhnen, wie weit die hinten sitzen. Es war, glaube ich, ein Stück drüber. Das heißt, ich muss ein bisschen kürzer werfen, nicht mit so viel Power. Dann passt es genau. Das war jetzt auch einfach fabelhaft. Ich brauche den Kreis also wirklich nicht mehr verstellen. Ich lasse den Kreis so, wie er ist. Ich warte immer, bis er da seine Pirouette dreht. Dieses Hochhüpfen ignorieren wir. Da ist die Pirouette. Und jetzt ganz zart einfach curven und draufwerfen. Dann müsste das gut passen. Da ist auch jetzt eine Aufgabe hier fertig geworden. Die Oxys ist ein mysteriöses Pokémon. Das heißt, erstens kannst du es eh nicht in Arenen setzen. Zweitens kannst du es nicht tauschen. Wer ein Shiny Deoxys möchte, der muss das selber kriegen. Nicht wie bei anderen Pokémon, wo ihr sagt, ach, mir fehlt noch Shiny Enton oder so. Kann mir jemand vielleicht ein Shiny Enton tauschen? Und die Leute kommen, ja, ich habe 3 Stück, kannst eins haben. Bei Deoxys geht das nicht. Deoxys ist mysteriös. Obwohl es mysteriös ist, kann man es verschicken. Darkrai kann man ja auch verschicken. Ach, das ist so kompliziert im Universum, ja. Du kannst die einmalig bekommst aus Spezialforschungen, die kannst du meistens nicht verschicken, aber die du aus den Raids bekommst, die kannst du meistens verschicken. Aber du kannst sie eben nicht tauschen. Wir bewerten das jetzt mal. Das ist richtig schlecht. 10, 11, 12. 10, 10, 10 wäre das Niedrigste, was man kriegen kann. Also, ich kann euch noch mal kurz zeigen, die Oxys, wenn wir das mal hier eingeben, was habe ich überhaupt an Deoxys hier übrig, wenn wir es nach Nummer sortieren? Ich habe hier ein 98er von der Normalform, glaube ich. Ich habe hier Shiny von der Normalform. Das ist die Angriffsform. Wie gut das ist, weiß ich nicht. Wir bewerten es mal kurz. Oh, das ist auch ein 98er. Dann haben wir hier auch das Shiny von der Angriffsform. Wir haben hier das 100% auf Level 50 von der Verteidigungsform. Wir haben auch das als Shiny. Und das war die Initiative-Form. Die können wir auch mal kurz bewerten. Die habe ich gepusht. Das ist auch ein 96er. Also sind alle im guten Bereich. Und hier ist auch ein Shiny vorhanden. Habt ihr schon ein Shiny Deoxys? Schreibt es mal in die Kommentare. Welche Form ist eure Lieblingsform? Was ist euer Ziel? Werdet ihr Deoxys raiden? Werdet ihr was anderes raiden? Schreibt es rein. Ich bin durch damit. Ich muss jetzt auf dem kleinen Account natürlich noch fangen. Das mache ich gleich nebenbei. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Mitmachen. Schreibt mal rein, ob ihr ein gutes bekommen habt jetzt hier aus dem Community Raid oder ob sogar ein Shiny dabei war. Hat jemand ein Shiny bekommen beim Community Raid? Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out. Mann, ist das hell. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.